Es kann nur überhaupt zu einer Aufnahme von Flüchtlingen dann kommen, im Fall einer Seenotrettung. Hier geht es um Seenotrettung, das heißt, Flüchtlinge sind wirklich in Seenot. Es ist wichtig, dass wir sie retten und dann nehmen wir sie an Bord. Wir machen dort nicht Aufnahme von Flüchtlingen, das geht nur im Bereich der Seenotrettung. Und man muss jetzt ganz klar gucken, wie ist das jetzt nachher in der Einzelfallgeschichte, aber Einzelfälle können wir jetzt hier auch nicht betrachten. Und es geht bei uns nur darum, im Bereich der Seenotrettung, damit sie eben auch nicht dort im Wasser zu Schaden kommen. Yes, I'm listening. Herr Jung. Dann können Sie mal kurz einfach nur zum Verständnis erklären, wie das ist mit den Rückführungen aus griechischen Hoheitsgebieten in die Türkei. Wie gesagt, Herr Floßdorf hat sich dazu ja auch schon am Montag dazu eingebracht. Der Grundsatz ist so, dass wir, und das ist vielleicht mit diesem Irrtum, muss ich vielleicht einfach mal aufräumen, und das muss man vielleicht auch trennen von der Operation Sophia, die Sie vielleicht vor Augen haben. Hier im Bereich der NATO-Mission geht es darum, dass wir eine Plattform bieten. Und zwar diese Plattform, und das ist dieser Zugewinn, um jetzt eben auch diesen Küstenschutz insgesamt und dieses Schleppervorgehen wesentlich effektiver zu machen. Das heißt, hier eine Plattform der NATO, auf die sich beide Länder insbesondere, aber auch alle 28 NATO-Länder verständigt haben, dass man jetzt dort das Vorgehen gegen die Schlepper insgesamt effektiver gewährleistet. Jetzt geht es darum, wie gesagt, das heißt, wir sind überhaupt nicht dafür verantwortlich, dass wir jetzt die NATO dort gegen Schlepper jetzt aktiv vorgeht, sondern das sind Aufgaben vom Küstenschutz, von beiden Seiten, von der türkischen Seite, von der griechischen Seite, von Frontex. Das heißt, es kann nur überhaupt zu einer Aufnahme von Flüchtlingen dann kommen, im Fall einer Seenotrettung. So, um einfach jetzt auch diesen Eventualfall zu haben. Also man muss es wirklich auch trennen von Ihrem Bild, was Sie vielleicht haben von bei Sophia. Hier geht es um Seenotrettung. Das heißt, Flüchtlinge sind wirklich in Seenot. Es ist wichtig, dass wir sie retten und dann nehmen wir sie an Bord, damit sie eben auch nicht dort im Wasser zu Schaden kommen. Aber wenn Sie Boote im griechischen Hoheitsgebiet sehen und das an den Frontex oder die griechische Küstenwache weiterleiten, dann müssen diese beiden Behörden die Flüchtlinge zurück in die Türkei bringen. Da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich jetzt nur für die NATO-Mission sprechen kann. Vielleicht. Kann jetzt nicht sagen, wie die EU oder Frontex dort vorgeht. Wie gesagt, bei uns, wir schauen dort, schaffen diese Plattform und es geht bei uns nur darum, im Bereich der Seenotrettung. Wer wäre denn der richtige Ansprechpartner? Die Frontex-Mission? Frontex? Weiß nicht, ob das BMI noch was dazu sagen möchte oder... Ja, Wesentliches ergänzen kann ich dazu nicht. Es ist, wie gerade beschrieben, ja so, dass die Mission eben einen völlig anderen Schwerpunkt in den Blick nimmt als das von Ihnen beschriebene Szenario. Und was die Rechte und den rechtlichen Handlungsspielraum der jeweilig zuständigen nationalen Grenzschutzbehörden anbetrifft, daran ändert sich durch diese Mission ja nichts. Und insofern bleibt es dabei den bisherigen Praktika und auch auf Grundlage des geltenden dafür einschlägigen Rechts. Zusatz. Ich bin nur verwirrt, weil Herr Floßdorf letztens gemeint hatte, auf die Frage, ob man eine Zusage von der Türkei hat, dass diese Flüchtlinge wieder aufgenommen werden, da war ein ganz klares Ja. Also damit muss sich ja beschäftigt worden sein, was mit den Flüchtlingsbooten in griechischen Hoheitsgebieten passiert. Ja, diese grundsätzliche Bereitschaft der Türkei, das hat ja auch schon der NATO-Generalsekretär gesagt, das hat die Ministerin gesagt, das ist auch schon an verschiedenen Stellen geäußert worden. Grundsätzlich hat die Türkei sich bereit erklärt, aber natürlich, und genauso wie es eben auch gesagt wurde, gilt natürlich immer das jeweilige Recht, sag ich mal, aber man muss trotzdem, und das ist eben der Punkt, den ich gerade nochmal deutlich gemacht habe, man muss es eben vom Bild hier einfach von trennen. Wir machen dort nicht Aufnahme von Flüchtlingen, das geht nur im Bereich der Seenotrettung. Wir bewachen dort und schaffen die Plattform. Tobias Schulze hat hernannt, ich habe ja verstanden, dass die NATO-Schiffe nicht routinemäßig Flüchtlinge aufsammeln sollen. Aber wenn es jetzt doch mal dazu kommt, dass die NATO-Schiffe in griechischen Gewässern Seenotrettung betreiben müssen, was ja sein kann, was passiert dann mit den Flüchtlingen, die aufgenommen wurden? Ja, nochmal, es finden ja jetzt gerade auch diese ganzen Detailabsprachen statt. Also sowohl jetzt mit der griechischen Seite, mit der türkischen Seite ist das schon erfolgt. Also wie gesagt, es läuft jetzt gerade diese ganze Detailplanung, diese ganzen Absprachen und der Grundsatz ist so, wie ich das gesagt habe, es ist, wie gesagt, der überhaupt ganz
unwahrscheinliche Ausnahmefall. Und man muss jetzt ganz klar gucken, wie ist das jetzt nachher in der Einzelfallgeschichte. Aber Einzelfälle können wir jetzt hier auch nicht betrachten, weil man sowieso bei jedem Einzelnen natürlich auch schauen muss, gibt es dort irgendwelche besonderen Dinge. Und da gilt es natürlich immer der rechtliche Rahmen, der gegeben ist. Keine Frage. Das heißt, wenn es dann zum Einzelfall kommt und die Flüchtlinge sind an Bord, weil sie gerettet wurden, dann wird diese Frage erst geklärt. Nein, aber es laufen jetzt die Absprachen. Das hat der, ich habe bei Kloster auch am Montag schon mal gesagt, es laufen jetzt die Absprachen und alles Weitere kann ich Ihnen dazu jetzt nicht noch mehr ergänzen. Da warten Sie bitte noch ab, bis der Abstimmungsprozess vonstatten gegangen ist.